2023 neigt sich dem Ende und wir gucken jetzt schon mal so ein bisschen ins nächste Jahr. Was so bei Yu-Gi-Oh! Abgehen wird, welche Sets wir bekommen, was vielleicht für Karten ganz cool sein könnten, worauf wir vielleicht so ein kleines Auge haben sollten, denn wir wissen schon einiges, was nächstes Jahr kommt. Wir wissen schon zwei Hauptsets, wir wissen schon ein paar Nebensets. Starten wir einmal rein. Das erste, was wir nächstes Jahr bekommen werden, ist einmal am 18.01. erscheint bei uns einmal Maze of Millennia. Das ist, ja, ich nenne es mal so wie so ein Battle of Vision Set, also einfach so ein paar Karten random reingeworfen, so ein bisschen mit dem Anime verbunden. Die Karte, die wahrscheinlich den meisten Hype auslöst, ist die Karte hier, das ist einmal Bonfire, die lässt uns einmal ein Level 4 Pyromonster suchen. Dann gibt es ein paar neue Karten zu dem Earthbound Immortal Deck Thema. Ja, okay, die sind spielbar, gut sind die halt leider nicht. Und es gibt einen ganz kranken Archetype, der richtig scheiße im Anime war und bei uns auch nicht gut sein wird. Das ist der hier, gucken wir euch gar nicht an, der ist gar nicht lohnenswert, das zu erwähnen. Und wir kriegen Colorless, das Darkworld Monster, was im Anime mal angeteasert wurde, aber nie beschworen wurde und irgendwie gar nicht so geil ist, und das kriegen wir trotzdem. Das ist auf jeden Fall Maze of Millennia. Das nächste, was wir bekommen werden, und das ist persönlich das, was ich sehr, sehr cool finde, das sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen, ist es aber nicht, und das ist einmal das Two-Player-Starter-Deck. Das kommt bei uns am 26.01. raus, also relativ früh im Jahr. Wir wissen immer noch nicht ganz so viel über dieses Starter-Deck. Es soll wohl ein Szenario geben zwischen Deck 1 und Deck 2. Das, was für uns erstmal wichtig ist, es gibt zwei Reprints, die lohnenswert sind, kurz einmal zu erwähnen. Der erste ist einmal Elchtisch der Goldene Lord. Die Karte kostet nicht viel, aber die zu haben ist vielleicht gar nicht so verkehrt für manche Decks. Und der zweite, der ist viel wichtiger, das ist einmal Zeus. Da bekommen wir einmal ein Reprint. Wir wissen leider immer noch nicht, welche Raritäten die Karten haben werden. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich Zeus und der Goldene Lord eine Holo sein werden, in welcher Form auch immer. Wahrscheinlich Ultra Rare, wäre so meine Vermutung. Oder die machen so eine spezielle Rarität drauf, keine Ahnung, könnte auch sein. Dann ist es aber auch schon Anfang Februar soweit, da bekommen wir einmal unser nächstes Hauptset. Und zwar am 8.2. ist das bei uns in den Läden verfügbar und ihr könnt das einmal kaufen. Und das Set heißt Phantom Nightmare. Und zu diesem Set wissen wir schon einiges. Wir kennen sehr viele Karten, die rauskommen werden. Wir kennen aktuell 79. In der Regel sind es ja immer so 100 Karten. Also wir kennen schon bis auf die TCG-Karten eigentlich schon alle Karten, die wir kriegen sollten. Viele, sagen wir mal, interessante Karten drin. Einige, die das Meta verändern werden. Einige, die einfach für Fans des Animes vielleicht ganz cool sind. Wir kriegen zum einen die ganzen Jubel-Karten, die neuen. Okay, sind zwar halt ganz gut, aber die werden nicht viel jucken. Wir kriegen ein neues Snake-Eyes-Monster und das ist Level 1 und hat auf Beschwörung einen Sucheffekt. Die ist gut. Und die werdet ihr auch sehr, sehr viel sehen in sehr vielen verschiedenen Decks. Wir kriegen hier auch Support für Magic Spectre. Wir haben zwar Kirin nicht zurückbekommen, aber das kriegen wir trotzdem. Und wir kriegen einen neuen Archetype, auf den ich persönlich mich mega freue. Und das sind die Goblin Rider. Da habe ich persönlich richtig Bock drauf, da mal so ein bisschen reinzugritschen, um mal zu gucken, was man mit dem Deck so machen kann. Das klingt von der Prämisse super interessant. Die Frage ist natürlich nachher, wie gut ist das? Wird auf jeden Fall einiges bei uns verändern. Und nun ist auch gar nicht mehr so weit hin. Knapp einen Monat, hört sich lang an. Ist es aber nicht. Kurz danach kriegen wir übrigens das neue OTS, OTS 24. Und wir wissen von dem OTS-Pack eigentlich noch gar nichts, außer dass wir das Link 1 von den Vanquish Soul als Ultimate Rare bekommen. Ja, das wird eine von den Fan-Favorite-Karten sein. Das heißt, wir kriegen noch eine meta-relevante Karte und eine Karte, die im aktuellen Verkaufsstatus drin ist. Was die Karten sind, keine Ahnung, aber eine meta-relevante Karte könnte viele sein aktuell. Und eine Karte, die aktuell verkauft wird, könnte mir vorstellen, dass sie zu dem Zeitpunkt vielleicht Sachen wie Kirin irgendwie vorstellen, dass die Kirin halt machen. Oder die Polen halt den richtigen, machen Elektromite rein, dann wissen wir, bei der nächsten Band ist, kommt er wieder zurück. Könnte natürlich auch passieren. Dann kriegen wir Ende Februar ein neues Set und das heißt einmal Battle of Legend Chapter 1. Ich weiß nicht, warum die immer zum 1 zurückgehen, denn wir hatten schon extrem viele Battle of Legends. Aber so wie das jetzt hier aussieht, haben die jetzt alle Battle of Legends, die wir schon gehabt haben, jetzt zu Chapter 1 zusammengefasst. Und in dem Set kriegen wir Reprints aus den ganzen letzten Battle of Legends Sets. Das ist zum einen, wir kriegen einen neuen Print von dem Astralotopia. Ist schade, dass sie das reprinten, denn das sollte ja eigentlich so ein Sammlerstück sein und das dann nochmal zu drucken, ist halt irgendwie nicht so geil. Ne? Wenn die halt Metakarten reprinten, ja okay, aber Sammlerstücke reprinten finde ich irgendwie nicht so nice für die Sammler, die sich das geholt haben, weil es halt den Wert der Sammlerstücke halt deutlich herabsinken wird. Weil die sind ja an sich nicht zu unterscheiden von denen, was den anderen, außer mit dem Printcode. Das ist irgendwie, keine Ahnung, weil die ja die andere Sprache auch haben. Das heißt, die sehen ja auch komplett gleich aus. Aber wir kriegen ja auch einen Reprint von Jubel, dem normalen Jubel-Monster. Wir kriegen den BLS-Reprint, wir kriegen den Chaos-Imperator-Reprint, wir kriegen den Harpien-Reprint, wir kriegen Big Guy. Und wir kriegen einmal Nummer 90, Galaxy als Photonenrache als Reprint. Das Set scheint nicht schlecht zu sein.
Die Frage ist halt, wie viel mehr Reprints da noch drin sind. Wir wissen ja gar nicht, wie groß das jetzt sein wird. Und wenn da viel Müll und viel Filler bei ist, dann könnte das auch nicht so geil sein. Ich habe Hoffnung an das Set. Die Battle of Legends waren eigentlich immer ganz cool. Hoffentlich bleibt das in dem Fall auch so. Dann kriegen wir Ende März ein anderes Set, was die meisten von euch gar nicht interessieren wird. Und das ist einmal Speed Duel GX Midterm Destruction. Das ist wieder so eine Speed Duel Box. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was für uns wichtig ist, hier ist ein Reprint drin, der vielleicht ganz cool sein könnte für einige von euch. Und das ist einmal Neospatian Aqua Dolphin als Secret Rare. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die meisten spielen ja kein Speed Duel, aber das ist eine Karte, die wahrscheinlich viele auch im aktuellen TCG vielleicht als Secret Rare gerne hätten. Auch wenn natürlich Isolde mittlerweile auf der Bannlist ist. Ist trotzdem noch eine Engine, die man spielen kann, die wirklich dem Gegner Handkarte klauen kann, mit dem wir zwei Krieger aus dem Feld kriegen, die dann irgendwas tun können. Dann bekommen wir Anfang April nochmal ein Speed Duel Produkt. Und das ist tatsächlich nicht wirklich relevant, aber es könnte für Budget-Spieler ziemlich interessant werden, denn das Speed Duel Tournament Pack 7 hat ein paar Karten. Das eine ist einmal eine Foolish Burial als Ultra Rare, ziemlich nice, wird wahrscheinlich aber auch ein bisschen teurer werden. Und wir kriegen einmal ein 1000-äugiges Opfer, auch als Ultra Rare. Und das könnte, je nachdem wie teuer die nachher sein wird, auch eine gute Idee sein. Und dann kriegen wir noch drei Commons, die tatsächlich alle drei nicht irrelevant sind. Wir kriegen Cosmic Cyclone als Common, wir kriegen den Lava Golem als Common und wir kriegen den Santa Claus als Common. Und Santa Claus als Common, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil das ist eine Karte, die kostet so ein paar Euros und damit geht die halt wirklich komplett in den Keller. Und dann können sich auch die Budget-Spieler die Karte schon mal ranholen, falls ihr sie in Zukunft mal wieder spielen möchtet und die mal gebraucht wird. Falls euch schöner Affen-Content gefällt, dass ich mal so einen Überblick verschaffe über die Sets, die so kommen und was so drin ist, lasst mir mal ein Like da, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf, dann mache ich sowas häufiger natürlich für euch. Das letzte Set für heute, was wir schon wissen, was nächster kommen wird, wo wir schon ein paar Informationen zu bekommen haben. Das ist einmal Legacy of Destruction und wie es der Name sagt, bekommen wir hier einmal Legacy Support zu extrem vielen verschiedenen Deckthemen. Zum einen ist hier Lightsworn drin. Richtig krass auf jeden Fall. Kriegen hier die ganzen Karten von dem kleinen Yugi nochmal neu aufgelegt. Die sind jetzt nicht unbedingt gut, aber die sind auf jeden Fall interessant zum Angucken. Und wir kriegen hier eine Karte, auf die ich mich persönlich ziemlich freue. Und das ist, wir kriegen einmal Support für Skull Servant. Und die Karte ist wirklich echt gut. Und der Name White Swan ist auch, der ist top. Der ist top-notch. Die Karte ist wirklich für das Deckthema richtig gut. Ja, das Deck ist leider trotzdem nicht gut. Aber ich persönlich mag das Skull Servant Deckthema. Ich finde, es ist eine coole Idee gewesen, damals aus einem Normal Monster so ein paar Sachen zu machen, die mit dem Skull Servant auch noch arbeiten. Das heißt, es spielt immer noch ein oder zwei. Wahrscheinlich immer noch zwei. Muss man mal gucken, wie das mit der neuen Karte halt wird. Ist auf jeden Fall ein interessantes Set. Wir wissen aktuell 36 Karten. Da kann also noch eine ganze Menge hinzukommen. Das war's, was wir bis jetzt wissen zum nächsten Jahr TCG-Produkten. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.